Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serienvideos über ein neues Programm, über eine sogenannte Tabellenkalkulation. Es gibt verschiedenste Tabellenkalkulationen. Wir verwenden in der Schule Microsoft Excel. Also diese Serie geht jetzt um Microsoft Excel. Wir fangen ganz zu Beginn an, steigern uns dann immer weiter. Diese Serie ist gedacht für Leute, die nicht mal wissen, was eine Tabellenkalkulation ist. Ja? Und nachher ein paar doch wichtige Funktionen kennenlernen für Excel. Tabellenkalkulation. Ja, wie gesagt, es gibt viele verschiedene. Da wir in der Schule aber unseren Microsoft-Account haben, unseren Office 365 oder Microsoft 365 heißt das jetzt, glaube ich, verwenden wir das. Startet man Excel, sieht es mal so aus. Ja? Also normalerweise startet man Excel das erste Mal. Es steht da unten gar nichts. Ja? Das ist zuletzt verwendet. Da sehen wir, okay, das sind halt die letzten Sachen, die letzten Tabellen, die ich offen hatte. Das da oben schaut eigentlich immer gleich aus. Ja? Wir verwenden jetzt mal neu eine leere Arbeitsmappe. Da drückt man hier drauf und dann öffnet sich eine leere Arbeitsmappe. Braucht man Doppelklick. Ja? So schaut Excel aus. Ja? Das ist die Oberfläche von Excel, Standardoberfläche von Excel. Wenn man nichts verändert, was sehen wir hier alles? Ja? Also der Hauptteil des Bildschirmes, also das, das ist eine Tabelle. Die das nicht wissen. Ja? Also das ist eine Tabelle. Eine Tabelle besteht aus Zeilen. Sehen wir? Wenn man da links kann man, wenn man da auf die entsprechende Zeilennummer klickt, kann man eine ganze Zeile markieren und wir sehen die Zeilen in Excel. Was machen wir es ein bisschen größer? Hier rechts unten ist der Zoom und mit dem kann man da ein bisschen reinzoomen. Gehen wir auf 200%, dann sehen wir das nämlich besser auf allen möglichen Bildschirmgrößen. Ich weiß nicht, wo dieses Video angesehen wird. So, also die Zeilen, wie gesagt, haben Nummern. Klickt man auf so eine Nummer, markiert man die ganze Zeile. Klickt man auf eine Spalte, die Spalte haben Buchstaben, ja, markiert man die ganze Spalte, klickt man nur auf eine Zelle, ja, dann markiert man diese Zelle. Klickt man auf eine Zelle, lasst die Maustaste gedrückt und zieht, ja, markiert man einen Bereich. So. So. Also, Zeilen und Spalten ergeben sogenannte Zellen. Und in Summe ist das eine Tabelle. Wie viele Zeilen gibt es jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht genau. Es ist auch egal. Ich nenne diese Anzahl genug. Es ist auf alle Fälle genug. Und den Spalten? Na, Spalten, da können wir jetzt schon noch schauen. Schau, da haben wir A, B, C, D, E, F. Na, das muss doch, wie schaut denn das aus, wenn wir da aufhören? O, S, D, U, V, W, X, Z. Aha, da geht's weiter mit A, A. Z, A, 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 B, A, C, A, D, A, E, A, F und so weiter und so fort. Ja? Und dann geht es weiter mit B, A, B, 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 C, B, D. Es gibt also auch genug. Ja? Es gibt genug Spalten, es gibt genug Zeilen. Kein Thema. Kein Thema. So. Da oben haben wir, wie bei Microsoft-Programmen, bei den Office-Programmen, bei den Microsoft 365-Programmen üblich, haben wir da oben verschiedene Ribbons, können wir umschalten. Ja. Wir werden uns, hauptsächlich werden wir uns hier im Start-Ribbon aufhalten. Das summiert so alle möglichen Funktionen, die wir als Techniker großteils brauchen. Vielleicht haben wir nur da Diagramme, werden wir durchgehen. Aber sonst, muss ich sagen, werden wir uns großteils hier auf diesen Startribbon aufhalten. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Da hat sich schon wieder was doch dabei. Ja? Wir lernen also diese Elemente da oben häufigst kennen. Ja? Und ja, da unten können wir uns jetzt eine Zelle aussuchen. Wir sehen hier in diesem Bereich, hier herum links unter dem Ribbon, ja, ändert sich diese Bezeichnung. Und jetzt bin ich hier, das bedeutet in der Zeile, ich bin in der Zeile B5. In der Zeile B5. In der Zeile 5, in der Spalte B,
B5, das ist der Name. Wenn ich wechsle, sind wir A2, das ist der Name der Zelle. So wird eine Zelle referenziert. Logisch. Irgendwo. Ja? Und jetzt suche ich mir irgendwas aus und da kann ich was hineinschreiben. Ja? Entweder ich kann hier was hineinschreiben, hallo, ja? Oder, jetzt habe ich Eingabetaste gekriegt, wir sehen, wir hupfen gleich in die nächste Zeile. Das ist Standardverhalten von Microsoft Excel. Oder ich gebe da oben auch was ein, guten Tag. Okay. Es ist äquivalent. Ja, da oben und sehen wir jetzt auch, was ist der Inhalt dieser Zelle. Ja, weil manchmal sieht man das nicht so gut, muss man sagen. Da ist es dann gut, wenn es hier oben steht, wann da zum Beispiel ein paar Zeilenumbrüche noch drinnen sind und das Hallo ist da irgendwo nach oben geschoben. Also man sieht das nicht so gut. Ja. Ja, und da in dieser Tabelle kann ich jetzt eintragen im Prinzip, was ich will. Was ich will. Ja? Ich könnte zum Beispiel eine Kalkulationstabelle machen. Ja, könnte eine Kalkulationstabelle machen. Ich kann zum Beispiel sagen, weiß nicht, Kosten, Verkaufspreis, Gewinn. Und dann sehen wir, aha, schau, das Verkaufspreis, das geht sich ja gar nicht da aus. Ja, das geht sich ja gar nicht hier aus. Ja, das ist ja abgeschnitten. Da kann ich so eine Zelle da umnehmen und größer machen oder kleiner machen. Ja, und jetzt können wir sagen, puh, nur weil der Verkaufspreis lang ist, die anderen sollen genauso groß sein. Kann ich auch mehrere Zellen dann irgendeine verwenden und dann, puck, sind alle gleich groß. Alle markierten sind gleich groß. Das geht mit Spalten, das geht mit Zeilen. Also ich habe da Kosten, Verkaufspreis und Gewinn. Und Kosten, sage ich mal, weiß nicht, 13 Euro, Verkaufspreis 15 Euro, Gewinn also 2. Super, oder? Vielleicht brauche ich nur eine Bezeichnung. Bezeichnung, was kann 13 Euro kosten? Bremsseil. Okay. Bremsseil. 13 Euro kostet. Aber das ist halt jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich die Bezeichnung statt hier da vorne hätte. Ja, vor A. Jetzt brauche ich da, jetzt kann ich da das so, und da kann ich das da um, aber ich kann es nicht, schau, ich kann es nicht, nein, ich möchte das nicht ersetzen, ich möchte das vorne hinziehen. Ja, ich kann das zwar markieren, kann das dann da am Rand nehmen und irgendwo anders hinschieben. Ja? Nehmen ist klicken, verschieben, loslassen. Das funktioniert. Aber ich brauche irgendwie da vorne, ich möchte da vor A noch etwas einfügen. Ja? Wie geht das? Das geht so, rechte Maustaste drauf, ja? Auf die, ich markiere die Spalte, rechte Maustaste dann drauf und sage Zellen einfügen. Da geht es. Zellen einfügen. Ta-ta. Cool, ha? Cool. Kann ich auch Zellen löschen, sonst wieder weg. Ja? Und wenn man das so oft braucht, so oft, ja, ist das gleich mal der erste Shortcut, den wir kennenlernen. Ja? Shortcut, Kombination aus Steuerung und einer Taste. Und ich markiere hier diese Spalte, drücke Steuerung und Plus, funktioniert. Steuerung Plus, Steuerung Plus, Steuerung Plus, Steuerung Plus, kann ich einfügen. Wenn ich mit Steuerung Plus einfüge, wie wird das wegnehmen gehen? Steuerung Minus, 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 Minus. Cool, ha? Ja, so funktioniert das. Geht auch mit Zeilen. Also, Steuerung Plus, 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 Plus. Es wird immer vor der markierten Zeile eingefügt. Okay? Minus, 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 Minus. Und jetzt, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Den merke ich sofort. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sofort habe ich den gemerkt.
da oben dieser Pfeil nach links, ja, das ist unser Freund. Der heißt rückgängig. Ja, rückgängig, wenn ich da einmal drauf drücke, kann ich die letzte Aktion rückgängig machen. Alternativ kann ich auch mit Steuerung Z rückgängig machen. Da sehen wir, ja, schau, da kann ich ganz schön weit zurück. Das sind die Sachen, die so eins nach dem anderen, das habe ich erst gemacht, ja, tatsächlich. Ja, nur da kann ich weit zurück. Ne? Also was haben wir gesagt? Steuerung plus, jetzt ziehe ich das darüber, Bremsseil, Kosten, passt, Gewinn. Ja. Brems, Backen, die kosten 13 Euro. Was kostet ein Bremsbackel? 75, verkaufen damals um 100, sind 25 Gewinn. Na, da kann ich so eine Tabelle aufbauen. Ja. Jetzt stecke ich da natürlich viel Arbeit hinein in so eine Tabelle. Ja. Jetzt möchte ich das speichern. Und wie ich schon einmal gesagt habe, bei Microsoft Word, ich speichern ist auch nicht mehr das, was einmal war. Ja. Wenn ich hier oben auf das Speichern-Symbol klicke, speichern, ja, dann kann ich mir aussuchen, wo ich denn das speichern will. Okay? Speichere ich das auf einen lokalen Ordner, der nicht auf OneDrive gesichert ist, funktioniert das so, wie man es immer schon gewohnt war eigentlich. Wenn man nicht speichert, ist es weg. Okay? Speichere ich in einen Ordner, ja, der auf OneDrive gesichert ist, gibt es mehr Optionen. Möchte ich auch noch kurz herzeigen. Also ich werde jetzt da hier irgendwo was hinspeichern. Und zwar, wo werde ich das hinspeichern? Da vielleicht unter Schule. Ja. Ich mag das nicht. Ja. Ich mag das nicht, dass man da nicht genau auswählen kann. Deswegen weitere Optionen. Ja. Ich möchte unter Schule. Ich möchte unter A-Inf. Ja, ich möchte unter Unterlagen und da sage ich, wie sage ich, Kalkulationstabelle. Kalkulationstabelle. Kalkulation. Schreiben wir es richtig auch noch. Bin noch die deutsche Art zufrieden. Kalkulationstabelle. Ja, speichern. Jetzt wird es dort gespeichert und automatisch checkt Excel, dass es sich um einen Speicherort handelt, der auf OneDrive gesichert ist. Wir sehen auch sofort da unten mein OneDrive, das macht da sofort dieses Kugel und synchronisiert irgendwas, nämlich genau diese Datei. Es wird hier das sogenannte automatische Speichern automatisch aktiviert. Das automatische Speichern führt dazu, dass jedes Mal, wenn ich da was ändert, wenn ich was eintrage oder weglösche oder was auch immer, wird im Hintergrund gespeichert und gleich aufgeladen ins Internet. Ja. Damit, also schauen wir uns das an, gell? Jetzt trage ich was ein, 25, Eingabe, und schauen wir da unten auf das OneDrive-Symbol, ja? Das wird jetzt gleich, also schon gespeichert, steht schon da. Kalkulationstabelle gespeichert, ist schon gespeichert. Mal da wieder 30, ja? Das geht aber auch wirklich flott, ja? Das ist was nur ein paar Kilobyte groß ist. Ja? Ist nur ein paar Kilobyte groß, deswegen sieht man das gar nicht recht gescheit, was da im Hintergrund eigentlich alles passiert, aber es funktioniert. Also, wenn wir das automatische Speichern aktiviert haben, funktioniert nur auf OneDrive, dann brauchen wir uns eigentlich um Speichern nicht mehr kümmern, können dann irgendwann schließen. Jetzt haben wir gesehen, naja, ich habe das immer ausgerechnet, ja, im Kopf habe ich das ausgerechnet. Ja, Kosten, Tag, Gewinn ausgerechnet im Kopf. Jetzt heißt dieses Programm Tabellenkalkulation. Da muss es doch etwas Besseres geben. Und ja, es gibt etwas Besseres. Nämlich, man kann in dieser Tabelle rechnen. Ja. Wie man in so Tabellen rechnet,
werde ich das nächste Mal herzeigen. Ja? Also nächstes Mal rechnen in Tabellen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.